So, 16.20 Uhr an einem Dienstag, wo die Sonne scheint und draußen hat es 30 Grad. Ja, 12 Leute, das Dutzend ist voll, das ist schon mal okay. Der Rest nehme ich an, wird am Livestream zuschauen. Ich schaue einfach mal mit. Ich werde heute sitzen bleiben, weil wir werden heute ein Beispiel gemeinsam durchbesprechen. Ja, bitte einfach so Sachen hinten irgendwo liegen lassen. Ein Beispiel durchbesprechen, um einfach einmal jQuery sozusagen in einem gesamten Szenario mal zu sehen. Das ist natürlich auch kein riesengroßes Ding. Ja? Also wir werden da jetzt kein Monster-Web-App oder irgendwas machen. Es ist vielmehr nur so eine kleine Spielerei, ein Hangman-Spiel, wie man es vielleicht schon sieht. Aber die Idee ist einfach, dass man mal von vorne bis hinten den Workflow unter Anführungszeichen durchbesprechen. Wie gehe ich mit jQuery um? Wo ist es gut, vielleicht es zu verwenden, wo hilft es mir? Und was mir vor allem bei dem heute wichtig ist, ich möchte Ihnen ein paar Tipps einfach auch zum Thema Performance zeigen. Sie werden nämlich sehen, bei jQuery ist es, das haben Sie vielleicht in der ersten Übung damit schon bemerkt, ist es ja so, man kann eigentlich sehr schnell zu Resultaten kommen und zu Erfolgen kommen. Und das ist auch gut so und das soll auch so sein. Aber natürlich gibt es wie in allen Dingen irgendwie auch leichte kleine Fallstricke, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, wo man unter Umständen zwar etwas macht, das funktioniert, das aber dann nicht unbedingt performant sein muss. Und ich möchte mit Ihnen heute einfach im Rahmen dieses Projekts einfach so ein bisschen unter die Haube schauen, wo kann man bei jQuery ein bisschen aufpassen, wo kann man sich in puncto Performance ein bisschen was rausholen. Von welchen Dingen sollte man etwas Abstand nehmen? Und als Beispiel dazu dient uns das altbekannte Hangman-Spiel, ja, das quasi mit jQuery da mal implementiert ist. Den Code, falls noch jemand auf Papier haben will, ich habe da vorne noch ein paar liegen, aber man kann natürlich auch bei mir mitschauen, beziehungsweise es ist auch online im E-Learning-Kurs natürlich, dass man sich digital anschaut, auch dabei. Aber vielleicht auch mal klassisch auf Papier oder irgendwie so zum ein bisschen mitschauen. Dieses Spiel funktioniert, ich glaube, es hat schon mal jeder so gespielt. Wir haben da unser Spielbrett. Man sieht da am Anfang zu Beginn nur in dem Fall vier Underscores. Das heißt, ich muss ein Wort erraten und alles, was ich weiß, ist, dass es vier Buchstaben sind, aus denen das Wort besteht. Und ich habe da unten meine in dem Fall 29 Buchstaben, also A bis Z und die Umlaute Ä, Ö und Ü. Und ich kann halt jetzt einfach beginnen zu raten. Und wenn ich irgendeinen Buchstaben antippe, der falsch ist, dann sieht man, dann beginnt sozusagen die erste Stufe des Galgenmännchens. Ja, wenn ich dann noch einen antippe, dann baut sich der weiter auf. Wenn ich noch einen antippe und so weiter, das kennt man. Wenn ich einen richtigen Buchstaben antippe, zum Beispiel ein L, ja, dann wird der da entsprechend aufgedeckt einfach. Und ja, entweder ich errate es halt sozusagen in den, ich glaube, es sind 8 Schritte, bis das Galgenmännchen komplett ist. Errate ich das Wort, dann habe ich gewonnen. Oder ich errate es nicht, dann ist der Galgenmann vorher komplett, dann habe ich verloren. Ja, das ist mehr oder weniger die Geschichte. Sie sehen, nach jedem Ratevorgang, egal ob der Buchstabe jetzt gepasst hat oder nicht, wird er mehr oder weniger deaktiviert. Also wenn ich jetzt ein I tippe, ja, und da steht jetzt schon LI, dann ist das I dann weg und ist nicht mehr anklickbar, damit ich nicht sozusagen zweimal den gleichen Buchstaben raten kann. Ja, jetzt kann man vielleicht weiterraten, so schwer ist es nicht. LIN, nehmen wir noch ein Z, ja, und dann haben wir sozusagen gewonnen. Ja, das wäre Szenario Nummer 1. Szenario 2 wäre ja, dass ich entsprechend oft daneben gehaut hätte und dann wäre es halt, das Galgenmännchen wäre komplett gewesen. So flieht es sozusagen vom Ort des Geschehens. Mit Neustart können wir die Applikation neu starten und Sie sehen, jetzt gibt es halt wieder ein neues Wort, in dem Fall gerade ein etwas längeres, das es zu erraten gilt. So. Das ist sozusagen das volle Ausmaß der Applikation, die wir uns anschauen werden. Es ist, wie gesagt, kein Riesending, aber ich glaube, so als kleines Beispiel von A bis Z, wie fange ich mit sowas an, wie gehe ich mit diversen Dingen wie Events um und so weiter, ist es sehr, 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 sehr gut. Und es soll einfach für Sie einfach heute mal ein bisschen ein Beispiel sein, um eben zu sehen, wo muss ich ein bisschen aufpassen bei jQuery, wo kann ich vielleicht ein bisschen auch was falsch machen oder was besser machen. Warum sind Dinge so, wie sie sind? Ich möchte Ihnen einfach ein bisschen einen leichten Einblick geben. Natürlich ist das jetzt nicht volles jQuery under the hood, da könnte man schon sehr lange drüber reden, sondern einfach nur dort, wo es vielleicht für Sie auch relevant ist. Ich habe heute keine Slides. Ich werde einfach das PHP-Storm aufmachen und mit Ihnen den Code da am Projektor entsprechend durchbesprechen. Sie können, wie gesagt, ein bisschen
analog mitschauen. Sie können natürlich bei mir da auch einfach mitschauen. Sie können aber gleich den ganzen Pack irgendwo hinten liegen lassen, da muss man denen immer noch vorgehen, wenn wer kommt. Und wir schauen uns das jetzt einfach so der Reihe nach einmal an. Und ich schicke auch gleich eins mit. Die Dinge, die ich da mache, ja, da gibt es wie immer genug Herangehensweisen. In manchen Fällen werden Sie sich denken, warum macht er denn das jetzt so? Das ist ja jetzt vielleicht irgendwie umständlich oder das könnte man schöner machen. Das ist auf jeden Fall richtig und da gibt es sicherlich einige Geschichten, wo man noch besser und noch schöner etc. arbeiten könnte. Wenn Sie solche Überlegungen haben, wunderbar, darum geht es eh, dass man sich so ein bisschen anstellt. Also bitte nicht immer alles sozusagen für das ist so und das ist das Beste, was es gibt, sondern das ist halt eine Herangehensweise an diese Geschichte und die wollen wir uns mehr oder weniger anschauen. Ja. Das Ganze ist eine reine, momentan clientseitige Geschichte. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend einen Webserver dafür. Also dort, das spielt sich alles mehr oder weniger in JavaScript im Client lokal ab. Wir müssen nicht zu einem Webserver irgendwo uns hinverbinden, Daten abfragen oder es braucht auch kein PHP für diese Applikation. Das heißt, das kann ruhig auch irgendwo lokal am Rechner liegen. Ist aber auch natürlich kein Fehler, wenn es am Webserver gehostet wird. Und wenn Sie genau geschaut haben, bei meinem Browserfenster war das wohl so, dass da Localhost steht. Aber es wäre in dem Fall kein Muss. Okay, der Startpunkt für die Seite ist dann demnach zufolge auch eine ganz stinknormale HTML-Seite. Also wie gesagt, kein PHP notwendig. Und in dieser HTML-Seite finden wir zunächst einmal das Grundgerüst der Seite. Wenn wir es uns vielleicht nochmal ganz geschwind anschauen, das war mehr oder weniger die Überschrift, dann diese Tafel, die als Hintergrund einfach dient. Da oben in diesem schwarzen Bereich wird dann das Galgenmännchen aufgebaut. Da unten ist dieses verdeckte Wort, das beim Raten einfach aufgedeckt wird, Schritt für Schritt. Und da unten sind unsere Buchstaben und der Neustart-Link. Und diese Struktur, die ist jetzt in der HTML-Datei mehr oder weniger schon vorher abgebildet. Zunächst einmal im Head des Dokuments finden wir die üblichen Verdächtigen. Zunächst einmal ist jQuery eingebunden, in dem Fall in der Version 3.2.1. Das ist zum gegebenen Zeitpunkt die letzte Variante. Ich habe es eh auch schon letztes Mal erklärt. Das schränkt uns natürlich die Kompatibilitätsoptionen etwas ein. Also mit ganz alten Internet Explorer und so weiter wird das nicht mehr funktionieren. Ich denke aber, man kann das echt mit ruhigem Gewissen einfach machen, ja, und sagen, wer wirklich noch ein Internet Explorer 7 hat, der kann halt leider keinen Hangman spielen, so ist es halt. Aber wenn man das wirklich wollte, dass man wirklich Maximum Compatibility hat, dann müsste man jQuery Version 1 verwenden. Ich glaube 1.12.4 ist da die letzte Version, die hätte das noch, aber wie gesagt, da glaube ich, das ist mittlerweile schon, ja, leicht übertrieben, aber gibt natürlich sicherlich auch Szenarien, wo es notwendig ist. Und dann gibt es eine JavaScript-Datei Hangman.js, da wird sich dann das ganze Spiel sozusagen abspielen, die ganze JavaScript-Logik ist da drinnen. Ein Stylesheet gibt es auch, das einfach nur die Formatierung entsprechend vornimmt, da ist jetzt nicht wahnsinnig was Spannendes drinnen. Okay, zunächst einmal schauen wir uns ganz kurz an, wie ist das HTML-Grundgerüst aufgebaut, weil diese Dinge brauchen wir natürlich dann im JavaScript auch. Wir werden das DOM natürlich entsprechend manipulieren. Darum sollten wir uns vorher einfach die entsprechende Struktur anschauen. Im Body gibt es ein Main-Element. Das Main-Element, Verzeihung, ist mehr oder weniger einfach der Container, mit dem die ganze Applikation zentriert wird. Da findet man dann die Überschrift jQuery Hangman und dann gibt es dieses Div mit der ID Content. Wie gesagt, könnte auch gerne was anderes sein, eine Section oder sonst irgendwas. Das ist genau dieses Ding eigentlich, wo dann per CSS im Hintergrund die Tafel eingeblendet wird. Also das ist eigentlich das, wo sich mehr oder weniger das ganze Spiel abspielt. Und da in diesem Div drinnen finden wir wieder drei weitere Divs. Eins mit der ID Hangman. Da ist eigentlich nur ein Bild drinnen. Und dieses Bild, dieses Image-Element, das beherbergt immer die aktuelle Hangman-Grafik. Ja. Sie sehen, standardmäßig wird da ein Bild namens 0.png geladen. Wenn man da in den Unterordner Images reinschaut, da sehen Sie sozusagen für jede Stufe des Hangmans sehen Sie ein eigenes PNG. Also da gibt es ein 0.png, das ist einfach nur ein leeres, transparentes Bild, 200x200 Pixel. 1 ist die erste Stufe, 2 ist die zweite und so weiter. Bis 8, das ist sozusagen die letzte und vollständige Stufe. Also das sind sozusagen die Anzahl der Hangman-Fehlversuche.
Versuche. Und die werden eben da drinnen mehr oder weniger dargestellt. Jetzt kann man da vielleicht schon sagen, okay, wenn ich keinen Hangman habe, wozu brauche ich dann eigentlich dieses Bild? Ein transparentes GIF sind natürlich auch Daten, die übertragen werden muss. Also das ist sicherlich sowas, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall schon auch optimieren und sagen, ich zeige das Hangman-Bild erst dann an, wenn es tatsächlich benötigt wird. In dem Fall ist es aber sozusagen ein bisschen die Lazy Solution, es ist immer ein Bild da und am Anfang ist es halt ein transparentes. Ja. Und wir werden das später dann einfach mit JavaScript immer dann austauschen, wenn eben ein Rateversuch fehlgeschlagen ist, dann wird einfach aus dem Bild 0, wo es sozusagen 0 Fehlversuche gibt, wird das Bild 1, das für einen Fehlversuch steht, 2 PNG für 2 Fehlversuche und so weiter. Das wird da immer ausgetauscht werden. Dann gibt es ein Div mit der ID Answer. Da drinnen steht die Antwort. Das war eben, wenn ich entsprechend umschalte, das ist zu Beginn das, wo diese ganzen Underscores stehen und die eben dann im Verlaufe des Ratens, wenn richtige Buchstaben geraten werden, entsprechend aufgedeckt werden. Zu Beginn steht da nur Lade, Punkt, Punkt, Punkt drinnen. Das heißt, das ist sozusagen unsere Fallback-Option, wenn kein JavaScript aktiviert ist, beziehungsweise wenn man vielleicht die Seite neu lädt, sieht man dieses Wort Lade für einen Bruchteil der Sekunde, bis also wirklich das Skript fertig gelaufen ist und mehr oder weniger dieses Wort Lade durch das zu suchende Wort ersetzt hat. Das ist mehr oder weniger der Placeholder einfach, wenn mal kein JavaScript da ist, weil natürlich kann das jeder User, jede Userin einfach im Browser ausschalten, dann würde halt Lade dastehen. Ja, das ist bei Gott noch kein wahnsinnig schöner Fallback-Mechanismus, ja, aber zumindest steht irgendwas da, weil Sie könnten natürlich theoretisch auch die gesamte Seite mit JavaScript aufbauen. Sie können ein leeres Body-Element nehmen und alle Elemente mit JavaScript erzeugen, aber wie gesagt, in dem Fall, wo das vielleicht ausgeschalten ist oder auch aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, habe ich nur eine weiße Seite, so sehe ich zumindest die Tafel und da steht halt nur Lade drinnen. Ja, man könnte auch irgendwie reinschreiben, bitte JavaScript aktivieren oder sonst irgendetwas. Ja. Also das ist mehr oder weniger einfach nur das Platzhalter-Div, da steht dann mal was drinnen, aber das wird dann durch das Wort ersetzt. Dieses Wort, das wissen wir natürlich im HTML noch nicht, darum können wir da natürlich nichts reinschreiben, nichts Sinnvolles. Wie wir zu dem Wort kommen, das sehen wir dann nachher natürlich. Und drunter gibt es noch ein leeres Div, das heißt Characters, da werden dann die Buchstaben, dieses A, B, C, D, E, F, G plus die drei Umlaute, die werden dann auch per JavaScript entsprechend dynamisch eingefügt. Das werden wir entsprechend mit einer Datenstruktur machen, mit einer Liste und so weiter, dass das auch ordentlich passiert. Zu Beginn ist einfach nur ein Platzhalter mehr oder weniger da. Und dann gibt es drunten noch ein Div außerhalb dieses Contents, also quasi das, was unterhalb dieser Tafelgrafik steht. Das ist nichts anderes wie ein Link für den Neustart und Sie sehen, das ist ein Div mit der ID New Game und da drin liegt ein A-Element. Dieses A-Element hat jetzt, da steht nur die Raute drin, das verweist also quasi wieder auf sich selbst, aber hat in dem Sinn kein sinnvolles Verweisziel, weil auch das werden wir mit JavaScript machen. Um das Spiel neu zu laden, müssen wir ein paar Dinge natürlich resetten, müssen wir sie wieder zurücksetzen, sodass wir wieder bei Null beginnen. Und auch diesen Link werden wir entsprechend mit JavaScript belegen, mit einem Klickhändler, dass dann wirklich beim Klick auf Neustart eben ein solcher passiert. Standardmäßig ohne JavaScript ist der Link ja ziemlich sinnlos und dumm, aber wie gesagt, das machen wir alles per Skript. Ja. Und damit ist auch die HTML-Datei entsprechend schon abgehakt, also mehr passiert da nicht und den Rest, den werden wir uns jetzt eben in der JavaScript-Datei anschauen. Bitte bei der nicht schrecken, da sind relativ viele Kommentare drinnen, das bläht die Datei ziemlich auf. Ja. An sich ist sie nicht wahnsinnig groß, aber wie gesagt, bitte von den Kommentaren nicht unbedingt abschrecken lassen. Zu Beginn, ganz am Anfang der Datei, sehen Sie mal zunächst 6 globale Variablen, die ich da definiere oder eigentlich deklariere. Und was Sie vielleicht auch sehen, ich habe da jetzt schon eine ECMAScript 2015 Geschichte verwendet, und zwar anstatt var, wie wir es eigentlich letztes Semester noch hauptsächlich verwendet haben, habe ich schon let geschrieben. Ja, let, vielleicht erinnern Sie sich noch, war das Schlüsselwort, um eine Variable zu deklarieren, eine Variable, die in JavaScript diesen spannenden Function Scope hat, also dass die Variable in der gesamten Funktion gilt, dass sie auch schon quasi sichtbar ist, bevor sie eigentlich angelegt wurde, weil sie mehr oder weniger in den Scope der umgebenden Funktion raufgehoben wird, was ein bisschen schräg war irgendwie. Und let, das ist eben das, was erst in einer der letzten JavaScript
Versionen eingeführt wurde, das ist der klassische Blockscope. Das heißt, die Variable gilt in dem Block, in dem sie definiert wurde. Block alles, ist alles mit geschwungenen Klammern. Das heißt, wenn Sie eine Vorschleife haben, dann gilt die Variable nur in der Vorschleife. In einer If-Bedingung gilt sie nur in der If-Bedingung. In einer Funktion gilt sie nur in der Funktion. Also das Verhalten, das man auch von Sprachen wie Java und so weiter kennt. Ja. Ich würde sagen, ja, das sage ich jetzt einfach mal so als so halbe Meinung. Es gibt eigentlich, wenn man modernen JavaScript-Code schreibt, keinen Grund mehr, var zu verwenden. Ja, es ist dieser Blockscope ist eigentlich der intuitivere, der praktischere. Warum also noch var verwenden? Der einzige Grund, warum man noch var verwenden würde, ist einfach, dass es ältere Browser noch nicht können. Also wenn Sie zum Beispiel an Safari 9 noch haben, ja, Sie haben ein bisschen ein älteres macOS, da ist ein Safari 9 oben, der kennt das heute noch nicht. Ja, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, das ist ein gewisses Problem natürlich. Wenn Sie also backwards kompatibel sein müssen, dann ist let unter Umständen noch etwas früh. Ja, es kann schon sein, dass es noch Browser gibt, die es einfach noch nicht können. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie wiederum sagen, Verzeihung, es ist mir wurscht, ja, ich mache das einfach so, dass es für aktuelle Browser funktioniert, dann würde ich ab jetzt einfach immer let für Variablen-Deklarationen verwenden, denn es ist einfach, wie gesagt, intuitiver. Es gibt nicht diesen Blockscope, Variablen gelten ab der Zeile, wo sie deklariert wurden und so weiter. Ja, also das ist das, was ich damit einfach sagen möchte. Im Prinzip aber, ob da jetzt war oder let steht, wäre so gesehen ziemlich wurscht, weil es sind in diesem Fall 6 globale Variablen, die stehen ganz am Anfang, außerhalb jeglicher Funktion. Warum brauche ich die? Die ersten 3, das sind mehr oder weniger globale Variablen, die wir uns sozusagen als, ja, da merken wir uns bestimmte Dinge, die wir öfter brauchen. Und zwar Word ist dieses Wort, das dann erraten werden soll. Das werden wir einmal bestimmen und dann ist es in der Variable immer drinnen, weil das brauchen wir einfach öfter. Das werden wir uns da drinnen merken. Answer Letters wird eine Liste an richtig geratenen Buchstaben sein. Das wird einfach ein String sein. Zunächst ist er leer und wir haben das vorher gesehen, da war das Wort Linz. Wenn ich dann zum Beispiel ein I getippt habe und das I ist richtig, dann wird Answer Letters aus einem I bestehen. Und wenn ich dann ein Z getippt habe, dann wird IZ drinnen stehen. Also sprich, alle Buchstaben, die richtig waren, die merke ich mir einfach als String in einer Variable. Damit ich dann später, das werden wir dann sehen, entsprechend das Wort damit richtig aufdecken kann. Und Guesses ist einfach unser Counter, der die Anzahl der Fehlversuche sich merkt. Zu Beginn ist er 0, ja, und sobald ich einmal daneben kaut habe, 1 und so weiter. Also das muss man auch merken. Die zweiten 3 Variablen, Image, Answer und Characters, das sind jetzt, wenn Sie so wollen, Cache-Variablen. Also ich nenne sie einfach mal so, weil das werden Variablen sein, wo wir uns jQuery-Abfrageergebnisse speichern. Vielleicht haben Sie es letztes Mal bei der ersten jQuery-Übung schon gemerkt, dass Sie Ihr PHP-Storm, wenn Sie zweimal dasselbe mit jQuery abgefragt haben, das irgendwie gehighlightet hat und mehr oder weniger gesagt hat, das ist eine redundante Abfrage. Ja? Also sprich, Sie fragen irgendwie mit Dollar-Raute irgendwas etwas ab, ja? Und Sie machen das 5 Zeilen später nochmal, dann haben Sie eigentlich genau dieselbe Abfrage, die genau zum selben jQuery-Objekt führen wird, zweimal gemacht. Das heißt, man hat zweimal das gesamte DOM durchsuchen müssen. Und eigentlich ist das ist schon mal der erste ganz simple Performance-Tipp, sowas sollte man immer vermeiden. Und wir werden sehen, Image, das ist das Hangman-Bild, Answer, das ist eben das Element mit der Antwort, also wo am Anfang die Underscores drinnen steht und später Schritt für Schritt das Wort aufgebaut wird. Und Characters, das sind die Buchstaben, das sind Dinge, die werden wir immer wieder brauchen. Und damit wir die nicht immer permanent neu abfragen müssen mit jQuery, machen wir uns eine globale Variable. Da speichern wir uns dieses abgefragte jQuery-Objekt drinnen. Und anstatt es dann öfters wieder abzufragen, weil ich es wieder brauche, greife ich einfach auf die globale Variable zu. Ja, das ist der simpelste jQuery-Performance-Trick, den man machen kann. Der gilt natürlich auch für das reguläre DOM auch. Ja. Alles, was sozusagen mindestens eine doppelte Abfrage ist schon unnötig. Ja, also wenn ich ein Objekt oder ein Element zweimal brauche, sofort nach der ersten Abfrage sich in einer Variable speichern, dann brauche ich es nachher nicht zweimal abfragen. Dafür werden wir die brauchen. Gut, da komme ich dann noch zurück. Sie sehen sie entsprechend farblich hervorgehoben. So. Beginnen tut das ganze Ding, wie so oft, mit dem Document Ready Handler. Ja, Sie wissen,
hoffentlich noch der Document Ready Händler. Das ist diese Funktion, die wird dann aufgerufen, oder das ist Methode, muss man eigentlich sagen, ja, wenn unser Dokument geladen ist, also wenn die HTML-Seite vollständig aufgebaut ist, dass der Dombaum, aus dem HTML generiert wird, vollständig da ist. $document.ready ist der jQuery-eigene Document-Ready-Händler. Der ist etwas performanter, habe ich Ihnen ja schon letztes Mal gesagt. Der zum Beispiel wartet nicht darauf, dass irgendwie externe Ressourcen wie Bilder und so weiter geladen werden. Darum wird er einfach ein bisschen flotter getriggert. In diesem Fall ist das aber sozusagen unser Startpunkt. Und zu Beginn, also wenn die Seite aufgerufen wird und geladen wird, dann werden da nach dem Laden zwei Dinge gemacht. Und das Erste, was gemacht wird, ist eine Initialisierung. Und das Zweite, das gemacht wird, ist ein Reset des Spieles. So, warum brauche ich jetzt beides? Sie werden sehen, und das werden Sie oft bei so Applikationen haben, es gibt Dinge, die müssen Sie genau einmal tun, sprich dann, wenn die Seite geladen wird. Ja, die wollen Sie wirklich nur einmal initial beim Seitenladen machen und dann ja, wäre es vielleicht sogar problematisch, wenn man sie öfter irgendwie aufruft. Also zum Beispiel, Sie laden die Seite, dann werden ein paar Eventhändler zugewiesen, ja, auf irgendwelche Dinge. Und dann würde man, wenn man das mehrmals macht, dann ist auf demselben Element der gleiche Eventhändler 2, 3, 4 Mal oben. Ja, das ist was man vermeiden möchte. Darum, zum Beispiel gibt es bei mir da eine Init-Funktion oder Methode, muss man, naja, ist eigentlich eine Funktion, die wird genau einmal aufgerufen und dann gibt es eine Reset-Game-Funktion, die wird den Zweck haben, die kann ich auch öfter aufrufen. Sprich, Init soll dann passieren, wenn die Seite geladen wird, dann werden so grundsätzliche Initialisierungen gemacht und Reset-Game ist etwas, um das Spiel zurückzusetzen. Dazu muss ich aber die Seite nicht neu laden. Ja? Sie haben gesehen, es gibt unten einen Neustart-Button, wenn ich den klicke, wird auch das Spiel resettet, ohne die Seite neu zu laden. Das heißt, das sind sozusagen zwei Ebenen, die ich da habe und das werden Sie relativ oft irgendwo finden. Darum gibt es mehr oder weniger da in dem Fall zwei Funktionen, die dieses Szenario abbilden. Schauen wir gleich einfach zur Init hin. Init ist eigentlich in diesem Fall ganz eine simple Funktion, die nur Folgendes tut, und zwar weist sie diesen Neustart-Link da unten, ja, weist sie seine Funktionalität zu. Und das ist genau das, was ich gerade schon angesprochen habe. Da wird jetzt ein Event-Händler zugewiesen auf diesen Link, der da drinnen war. Und das soll nur einmal beim Laden der Seite passieren und nicht jedes Mal, wenn das Spiel resettet wird zum Beispiel. Ja, weil sonst habe ich irgendwann mal da einen doppelten Klickhändler und einen dreifachen Klickhändler. Dann klicke ich einmal auf den Link Neustart und dann wird das Spiel gleich dreimal resettet, weil drei Klickhändler oben sind oder irgend sowas. Ja, das möchte ich verhindern. Darum wird eben das bei Init gemacht. In dem Fall ist das auch die einzige Initialisierung, die ich da mache, diesen Link da unten an Klickhändler zuzuweisen. Aber da könnten natürlich noch bei komplexeren Applikationen durchaus andere Dinge passieren. So, was mache ich hier? Vielleicht schauen wir ganz kurz zurück zum Markup. Da war ein Div mit der ID New Game und da drinnen war dieser Link, dieses A-Element, wo das Wort Neustart drinnen war. Und genau auf diesen Link möchte ich jetzt eben einen mit JavaScript oder mit jQuery einen Klickhändler drauflegen, um eben zu sagen, wenn da drauf geklickt wird, dann bitte resette das Spiel und beginne es wieder neu. Dazu muss ich eben das A-Element finden, das innerhalb dieses Divs mit der ID New Game liegt. Und wenn Sie jetzt genau schauen, dann sehen Sie, dass mein Selektor nicht heißt $Raute, also $jQuery-Funktion, Raute New Game Leerzeichen A, so wie es vielleicht da oben auch steht. Moment mal ganz kurz. Da rechts oben in dem Kommentar steht es auch so drinnen. So könnte ich das machen natürlich. Ich könnte sagen, gib mir bitte das A-Element oder die A-Elemente, die innerhalb der ID New Game liegen. Stattdessen mache ich aber etwas anderes. Ich lasse mir von jQuery zunächst einmal nur das Element mit der ID New Game suchen und rufe dann die Funktion oder die jQuery-Methode, muss man sagen, find auf und lasse mir jetzt alle A-Elemente suchen. Jetzt wird man sagen, Warum macht er das? Was bringt das? Ja, das ist wieder so eine kleine Geschichte, wo man ein bisschen verstehen muss, was unter der Haube von jQuery passiert. Und das ist schon so eine kleine Performance-Geschichte. Wenn Sie $RauteNewGame Leerraum A schreiben,
dann passiert Folgendes. Das ist ja quasi so ein CSS-artiger Selektor, ja, ein Nachfahrselektor, also alle A-Elemente, die irgendwo in einem Element mit der ID New Game liegen. Was passiert da? jQuery muss natürlich unter der Haube DOM-Funktionen aufrufen, DOM-Methoden aufrufen. Ja. So, wenn ich jetzt da stehen habe, Raute New Game Leerraum A, dann bleibt jQuery nichts anderes übrig, als, wenn es sich um einen halbwegs modernen Browser handelt, diese DOM-Funktion Query Selector All aufzurufen. Erinnern Sie sich, die habe ich Ihnen mal gezeigt. Die funktioniert so ein bisschen von der Art her eh wie jQuery. Da kann ich so CSS-Ausdrücke übergeben und das entsprechende Element wird mir zurückgegeben. Okay, das ist auch wunderbar. Okay, das ist eine native DOM-Funktion, die ist einigermaßen schnell. Aber es hängt ganz stark davon ab, wie komplex der Selektor ist, der da übergeben wird. Ja. Raute New Game Leerraum A ist nicht wahnsinnig komplex. Ja. Da wird, wie gesagt, zunächst einmal das Div gesucht und dann wird, also da wird genau ein Element gesucht mit dieser ID, das diese Dinge enthält und das wird zurückgegeben, das wird einigermaßen performant sein. Ja. Für ältere Browser, weil diese Document Query Selector All Methode im DOM, die ist noch etwas neuer, also mittlerweile gibt es auch schon wieder ein paar Jahre, aber wenn man ältere Browser hat, die haben die vielleicht noch gar nicht zur Verfügung, da muss dann jQuery mit seiner eigenen Selector Engine einspringen. jQuery hat unter der Haube, jetzt muss ich es gerade suchen, ein Ding namens Sizzle, ja, das hat eine eigene Webseite, Sizzle.js, das kann man sogar als eigenständige Library auch wiederum verwenden. Das ist diese CSS-Selector-Engine, die da im Hintergrund werkelt. Die ist nur dafür zuständig, eben aufgrund von einem CSS-Selector die entsprechenden Elemente rauszusuchen. Ja. Und die kommt immer dann zum Einsatz, wenn das mit nativen DOM-Methoden nicht geht. So, in diesem Fall Raute New Game Leerraum A, das könnte die Document Query Selector All, da käme die Sizzle nicht zum Einsatz. Aber wenn ich dann so Dinge wie jQuery Filter und so weiter verwende, wie Doppelpunkt, was ich, First und wie sie alle geheißen haben, ja, das ist was es dann teilweise eben in CSS gar nicht gibt. Das heißt, Query Selector All kann das nicht. Dann muss diese Sizzle Engine zum Einsatz kommen und die ist natürlich von Haus aus ein Eck langsamer. Das ist wieder eine eigene JavaScript Library, wenn Sie so wollen, die wieder ihren eigenen Overhead mitbringt, auch wenn sie nur 4 Kilobyte groß ist. Jedenfalls in Millisekunden gemessen ist die eher langsam. Wenn Sie aber jetzt das machen, was ich da mache, RauteNewGame.findA, dann passiert Folgendes. Mit $RauteNewGame kann jQuery im Hintergrund DocumentGetElementById aufrufen. So, dann bekomme ich... Also das ist eine sehr, sehr schnelle DOM-Methode. Ja. Da gibt es nur ein Element, das ist sehr schnell quasi gefunden im DOM. Das heißt, mit jQuery frage ich das ab und dann kriege ich mein jQuery-Objekt, wo dieses Div drinnen ist und mit Find suche ich nur mehr in diesem jQuery-Objekt alle A-Elemente raus. Und das ist dann auch sehr, sehr performant und das ist sogar noch schneller eben als die Document Query Selector All. Und damit ist das zum Beispiel ein wesentlich schnellerer Ansatz, weil eben sozusagen das Markup innerhalb dieses jQuery-Objekts dann nicht mehr wahnsinnig komplex ist, kann jQuery das wesentlich flotter finden. Und das ist eben, wie gesagt, so die erste Geschichte, die ich Ihnen ein bisschen mitgeben möchte. Machen kann man es auf viele Arten und Weisen. Zum Ergebnis führen wird schnell mal was, ja. Aber wenn es sozusagen um Performance geht, ja, dann muss man schon ein bisschen überlegen, was passiert im Hintergrund. Für unser Spiel da wäre das völlig wurscht. Ja. Die paar Millisekunden, die das eine schneller ist wie das andere, ist es wirklich, spielt keine Rolle. Aber denken Sie trotzdem nach, was passiert, wenn solche Abfragen vielleicht in einer Schleife mehrere 10 oder 100 Mal ausgeführt werden oder so, oder einfach wirklich eine Seite unter hoher Last steht, die kann sich nicht leisten, Millisekunden herzuschenken. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man an solche Dinge denkt. Aber man soll das bitte ja nicht overengineeren. Zunächst einmal soll man machen, dass es funktioniert. Aber dann kann man sich überlegen und schauen, wo könnte ich denn zum Beispiel etwas performanter gestalten. Teilweise so IDEs wie PHP Storm, die geben einem dann manchmal eh schon ein bisschen Hinweise und sagen einem vielleicht, wie man es denn besser machen könnte oder sollte zum Beispiel. Bei anderen Dingen muss man einfach selber ein bisschen mitdenken. In diesem Fall eben durch dieses
durch den ID-Selektor und dann nur noch innerhalb dieser ID zu suchen, ist sozusagen die performanteste Lösung. Da gibt es übrigens auch eine sehr, sehr nette Seite, wo man solche Dinge auch überprüfen kann. Die nennt sich jsperf.com. Schaut nicht wahnsinnig spannend aus, ja. Aber da geht es darum, JavaScript-Performance zu messen. Und man kann da Testcases anlegen. Und sie werden, da muss man nur ein bisschen googeln oder auf Stack Overflow oder sonst was schauen, sie werden schon Dutzende Testcases finden, die genau solche Szenarien vergleichen. Was ist schneller? jQuery mit dem und Find oder mit dem sozusagen dem kombinierten Selektor oder dem und dem und den. Und dann können Sie quasi einen Button anklicken und in Ihrem Browser wird der Test durchgelaufen und Sie sehen genau die Ergebnisse. Das eine braucht so und so viele Millisekunden, das andere so und so viel, das andere so und so viel. Und mit solchen Tools kann man sich eigentlich sehr, sehr gut helfen, um eben zum Beispiel irgendwelche Bottlenecks, Sachen, wo es langsam wird, irgendwie zu beheben. Ja. Okay, aber jetzt mal eigentlich wieder zurück zu unserem Game. Das war nur sozusagen der erste Performance, Performance-Tipp. Überlegen, was passiert so im Hintergrund. DOM-Abfragen kosten Zeit und je effektiver ich sie gestalten kann, desto besser ist es. So, also ich suche mir alle A-Elemente und lege dann einen Klickhändler drauf. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Und was mache ich natürlich? Ich rufe Reset Game auf. Das ist das, was natürlich beim Start, beim Laden der Seite, haben wir unten gesehen, auch schon passiert. Aber natürlich bei einem Neustart will ich das auch machen. Das heißt, auch hier kommt einfach dann noch einmal Reset Game zum Zug. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich an, was da passiert. Event Prevent Default, erinnern Sie sich daran, verhindert das Standardverhalten, dass also sozusagen das Folgen des Links wird unterbunden. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. So, so wahnsinnig spannend ist das dann nicht mehr. Schauen wir noch ganz kurz zurück wieder. Also zunächst, das ist das, was in Init passiert. Und jetzt kommt eben diese Reset Game. Die wird natürlich beim allerersten Mal Laden der Seite auch benötigt, weil die muss unser Game zurücksetzen beziehungsweise überhaupt mal starten. Und da ist jetzt einmal das, wo sozusagen zunächst mal das Spiel überhaupt begonnen wird. Und der erste Schritt, den wir brauchen, ist, unser Wort auszusuchen. Ja, wir müssen mal bestimmen, welches Wort muss denn überhaupt erraten werden. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wie man an das herangeht. Die Lösung, die dieses Spiel verfolgt, ist, dass es eine Textdatei gibt, wo diese Wörter drinnen stehen. Ja, die heißt Words.txt. Die haben Sie, glaube ich, auf der letzten Seite vom Papier ist die oben. Aber wie gesagt, die ist nicht wahnsinnig spannend. Das ist einfach eine Textdatei, wo in jeder Zeile ein Wort steht. So kann man nämlich sehr, sehr schnell das zum Beispiel erweitern. Man könnte dann natürlich auch XML oder sonst irgendwas verwenden oder ein JSON-Format oder was, aber in dem Fall reicht schon aus, wenn man das einfach so macht. Das heißt, das sind die Wörter, jetzt wissen Sie es, jetzt ist das Spiel natürlich auch nicht mehr lustig, ja. Aber das sind die Wörter, die man erraten kann, ja. Und wenn man es erweitern möchte, schreibt man einfach neue Wörter dazu, pro Zeile ein Wort und damit wird gearbeitet. So, jetzt habe ich diese Words.txt. Wie kann ich die jetzt auslesen? Und da können wir uns jetzt einer Sache bedienen, die werden wir nächste Woche dann im Detail kennenlernen und auch noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar eine sogenannte Ajax-Funktion. Ja, und die Ajax-Funktion, die heißt hier $get. Ja, die werden wir, wie gesagt, nächstes Mal im Detail etwas behandeln. Für heute reicht es einfach, dass ich Ihnen mal, oder ich sage Ihnen einfach mal so, Sie können mit dieser Methode, können Sie einfach einen GET-Request auf eine bestimmte Ressource machen. Also sozusagen eine Ressource, die irgendwo liegt, sei es auf einem Webserver, das kann eine PHP-Datei sein, das kann eine XML-Datei sein, das kann eine Textdatei, was auch immer sein, die können Sie mit einem GET-Request einfach anfordern. Das heißt, Sie sagen einfach, ich will den Inhalt dieses Files haben. Ja? Und das Gute oder Interessante ist, diese Datei muss gar nicht zwingend auf einem Webserver liegen, sondern die kann auch ganz normal im Filesystem auch liegen. Da funktioniert das auch wunderbar und das ist genau das, was da passiert. Wir setzen einen GET-Request ab und zwar auf die Datei Words.txt. Das heißt, jQuery geht her und fordert einfach die Datei Words.txt an. Ja, so wie wenn man sie im Browser oben eintippen würde, da passiert da im Hintergrund der GET-Request. Und genau das ist mehr oder weniger das, was da passiert. Das heißt, ich kann aus meinem JavaScript heraus einen weiteren Request absetzen, um eine zusätzliche Ressource anzufordern. Das werden wir uns nächste Woche noch ganz genau im Detail anschauen, was das alles bedeutet. In diesem Fall rufen wir eben Words.txt ab.
Der zweite Parameter, der besagt einfach, wie heißt die Callback-Funktion, die sich um die Verarbeitung der Daten, die aus diesem Words.txt kommt, kümmert. Und in dem Fall nenne ich die Setup-Game, das ist die da unten. Da könnte auch eine anonyme Funktion drinnen stehen, das ist ganz wurscht, aber weil sie ein bisschen länger ist, macht es da Sinn, durchaus eine benannte zu verwenden. Und der dritte Parameter hier sagt einfach, in welchem Format liegen die Daten vor. Und in dem Fall ist es einfach plain Text, darum steht da Text. Wenn es ein XML-Dokument wäre, würde ich da XML schreiben, wenn es JSON wäre, würde ich JSON schreiben und so weiter. Entschuldigung. Einfach um von vorab zu deklarieren, was für ein Format wird da erwartet. Das heißt, dieser Aufruf fordert Words.txt an, holt den Inhalt der Datei und ruft dann Setup-Game auf und übergibt das Setup-Game genau den Inhalt dieser Datei, der da gerade eingelesen wurde. Das heißt, dieser String mehr oder weniger mit diesen, ich glaube, es waren 7 Wörtern, ja, im Prinzip ist das String, der durch Zeilenumbrüche getrennt ist, ja, der wird als Parameter unserer Funktion SetupGame automatisch übergeben und die wird aufgerufen. Das heißt, es wird die Datei abgefragt, der Inhalt ausgelesen, dann wird SetupGame aufgerufen und die bekommt den Inhalt der Datei. Also das ist sozusagen die ganze Magie hinter dieser $get-Methode. Wie gesagt, nächstes Mal mehr dann im Detail. Und jetzt geht es dann nämlich bei dieser Setup-Game weiter. Und Sie sehen, die hat jetzt einen Parameter. Und dieser Parameter, wie ich den nenne, ist wurscht. Ich habe jetzt Wordlist genannt, weil das relativ sprechend ist. Aber ich kann es auch Param oder irgendwas nennen. Da drinnen, da stecken jetzt genau diese 7 Wörter durch Zeilenumbruch getrennt, die aus der Textdatei rausgekommen sind. Das wird da automatisch befüllt. Jedes Mal, wenn dieses $get aufgerufen wird, wird diese Words.txt angefordert, ausgelesen und der Inhalt wird, also Setup-Game wird aufgerufen und der Inhalt wird aus dieser Parameter zur Verfügung gestellt. Ja. Das ist eben eine sogenannte Callback-Funktion, die haben wir schon öfter gesehen, eben bei dem Click-Händler gibt es die, es passiert ein Klick und es wird eine Funktion aufgerufen. Ja. Da wird die Datei abgerufen und es wird eine Funktion aufgerufen. Das ist immer dasselbe Spiel im Prinzip. Ja. In dem Fall habe ich sie Setup-Game genannt und die bekommt jetzt genau diese Liste an verfügbaren Wörtern und deren Job wird es jetzt sein, ein Wort auszuwählen, dieses Wort unkenntlich zu machen, die Buchstaben generieren. Also die macht jetzt eigentlich sozusagen das eigentliche Setup dann des Spiels. So, da kommen jetzt zunächst einmal zwei dieser globalen Variablen von ganz, ganz oben einmal ins Spiel. Ja. Und zwar auf der einen Seite ist es die Answer Letters, ja, also die Buchstaben, die erraten wurden, die können wir zunächst natürlich, wenn wir ein neues Spiel machen, ganz getrost auf einen leeren String setzen. Da wurden sicher noch keine Buchstaben erraten. Und die Guesses, also die Anzahl der Rateversuche, setzt man natürlich auf 0, weil das brauchen wir auch zu Beginn eines Spiels. So, jetzt muss der erste Job sein, ein Wort per Zufall zu ermitteln. Wir haben in dem Fall 7 Wörter, aber Sie können da natürlich jede Menge anderer Wörter auch noch reinschreiben, dann das wird genauso funktionieren. Und zwar machen wir da Folgendes. Ja, dieses Wordlist, da stecken eben diese 7 Wörter durch Zeilenumbruch getrennt drinnen und jetzt werden wir sie aufsplitten in ein Array, damit wir einfach diese 7 Wörter schön als Array zur Verfügung haben. Oder wenn es mehr sind, hat das Array entsprechend mehr Einträge. In PHP haben wir dazu die Funktion Explode kennengelernt. In JavaScript gibt es was ziemlich Ähnliches, sage ich mal, die nennt sich Split und kann eben genau dasselbe tun. Nur der Unterschied ist, Split verlangt nicht eine Zeichenkette als sozusagen als das Trennzeichen, anhand dem das aufgesplittet werden soll, sondern er verlangt eine Regular Expression literal. Also ich kann einen Regular Expression Ausdruck reinschreiben und Sie werden gleich sehen, dass das in dem Fall wahnsinnig praktisch ist. Denn Wordlist, wie gesagt, wird aus der Textdatei generiert. Die Textdatei hat 7 Wörter, die durch Zeilenumbruch getrennt sind. Und wann immer Zeilenumbrüche im Spiel sind, und vermutlich haben Sie das auch schon beim PHP-File-Schreiben des Öfteren irgendwie schon mal vermutet und gesehen und sich gedacht, und ich habe es Ihnen in der Vorlesung schon gesagt, wann immer Zeilenumbrüche im Spiel sind, kommen einfach so betriebssystemabhängige Geschichten ins Spiel. Ja? Und, der,
Unter Windows ist der Zeilenumbruch das Zeichen ein anderes als unter Unix und macOS, und unter alte macOS-Systeme ist es noch einmal ein anderes. Das heißt, ich bin ein bisschen davon abhängig, wie die Person, die diese Textdatei erstellt hat, ob die das am Mac gemacht hat oder unter Linux oder unter Windows. Ja? Und dementsprechend muss ich einfach die Zeilenumbruchzeichen ein bisschen modularer halten. Wurde nämlich zum Beispiel die Textdatei unter Windows erstellt, dann ist das Zeilenumbruchzeichen ein sogenanntes CRLF, Carriage Return und Line Feed. Also, oder mit anders ausgedrückt, Backslash R, Backslash N. Ja. Unter Unix und macOS X, ja, ist es einfach nur ein New Line, also ein LF, ein Line Feed, ein Backslash N. Und unter ganz alte macOS 9 und älter war es einfach nur der Carriage Return, ein Backslash R. Und dieser Funktionssplit übergebe ich jetzt einen Regular Expression Ausdruck, der einfach drei oder drin hat. Also entweder ist es Backslash R, Backslash N oder Backslash N oder Backslash R. Ja. Einen von den drei Trennerzeichen wird er hoffentlich vorfinden. Es gibt zwar wohl noch andere auch, aber die ignorieren wir mal ganz bewusst. Und je nachdem, wie die Datei abgespeichert wurde, wird das jetzt funktionieren und er wird uns mehr oder weniger die Wörter schön aufsplitten und wird uns ein Array abspeichern. Dieses Array heißt Words. Das heißt, wir haben dann ein Array mit 7 Einträgen. Österreich, Hagenberg, Linz, MTD, Hallo, Hypermedia, jQuery. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dabei ist jetzt, wie gesagt, wirklich wurscht, ob das unter Windows gespeichert wurde, unter macOS und so weiter. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das ist eher mühsam. Das ist dann wieder ein wunderbares Argument für Martin Harrer, warum man manche Dinge in der Datenbank speichert und nicht in Files, weil, ja, Sie sehen, bei Files kommen gleich wieder solche Gegebenheiten zum Zug. So, jetzt haben wir also mal unsere 7 Wörter einmal von dieser Datei rein in unser JavaScript-Code als Array gebracht. Das heißt, das liegt in einer ordentlichen Datenstruktur. Sie sehen, auch hier habe ich wieder let verwendet. Ich kann natürlich auch var schreiben. Da macht es dann schon ein bisschen einen Unterschied, weil wenn ich let schreibe, dann gilt das ab dieser Zeile. Wenn ich var schreibe, ist die Variable schon in der gesamten Funktion verfügbar. Also da merkt man schon ein bisschen den Unterschied. Quasi reell macht es aber keinen Unterschied, weil ich es dann nicht irgendwie anders verwende. So, und jetzt müssen wir dieses Wort selektieren. Jetzt brauchen wir einen Zufallsgenerator und müssen sagen, eins von den 7 hätte ich gern. Ja? Und dabei wäre es halt jetzt schön, wenn wir das eben möglichst modular machen könnten. Wenn es 7 Wörter sind, soll es funktionieren. Wenn es 25 sind oder 150, soll es auch noch funktionieren. Ja? Und die Idee ist also folgendes. Ja? Wir verwenden zunächst mal mat.random. Ja? Das ist in JavaScript die Random-Funktion und die liefert uns eine Zufallszahl zwischen 0 und 1, wobei 0 dabei ist und 1 aber nicht. Das heißt, zwischen 0 und 0,9999 something kommt da irgendwas raus. Ja? So, das multipliziere ich mit der Anzahl der Wörter. Ja? Words.length ist in dem Fall 7. Das heißt, ich kriege irgendwo eine Zahl zwischen 0 und 6,999 something raus. Ja? So, damit ich jetzt die Kommastellen loswerde, verwende ich dann mat.floor. Das ist einfach abrunden auf die nächste Ganzzahl. Ja? Und damit bekomme ich eine Zahl zwischen 0 und 6. Und ich habe 7 Einträge. 0 und 6 ist perfekt für den Array-Zugriff. Das heißt, ich kann jetzt mit Words an der Stelle mat.floor von mat.random mal words.length zugreifen und bekomme irgendwo einfach eines dieser 7 Wörter selektiert, je nachdem, wie gut die Random-Funktion halt dann auf jeden Fall funktioniert. Ja, dieses Wort verwandle ich mit toUppercase noch in Großbuchstaben um, damit es keine Dinge mit Groß-Kleinbuchstaben gibt, sondern soll alles in Großbuchstaben dastehen. Und nie schlecht bei sowas ist auch immer Trim aufzurufen, um eventuell, falls White Spaces oder was drin sind, die zu entfernen. Was ist, wenn jemand in die Textdatei hinten ein Leerzeichen eingeschrieben hat oder so? Das will ich eigentlich beim Raten wahrscheinlich nicht dabei haben. Also wenn es am Ende dabei steht, wohlgemerkt. Ja. Sonst ist es vielleicht okay. Das entfernt man, das Trim. Das ist auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. So, und sobald ich das gemacht habe, habe ich in meiner Variable Word dann mein Wort drinnen stehen. Und dann habe ich das gesucht. Word war auch eine globale Variable, weil dieses Wort werden wir jetzt öfter brauchen. Und damit ist bestimmt, wie mein Wort heißt. Das heißt, von der Textdatei zum Array und aus dem Array mit einer Zufallsfunktion rausgesucht. Das da übrigens war jetzt alles Vanilla-JavaScript, diese Zeile. Da ist kein einziger jQuery-Aufruf dabei. Diese ganzen Mathe-Funktionen,
To Uppercase, Trim und so weiter, das ist alles plain JavaScript, da ist also, oder ECMAScript, wenn Sie so wollen, ja, da ist kein jQuery dabei. Also man sieht schon, das kann ich wunderbar mischen. Das eine bedingt nicht, dass ich dann das andere nicht mehr verwenden kann. Und Sie werden auch sehen, diese Dinge gibt es in jQuery gar nicht, weil die sind eh im JavaScript oder ECMAScript-Kern schon wunderbar dabei. Genauso wie diese Split-Funktion, die ist auch nicht jQuery, ist ganz normales Vanilla-JavaScript sozusagen. So, jetzt haben wir das Wort. Jetzt geht es darum, jetzt müssen wir das Wort hineinschreiben in unser Feld, aber natürlich nicht als das Wort, das es ist, sondern in Form von Underscores, damit sozusagen klar wird, wie viele Buchstaben gibt. Das soll man schon wissen, aber es soll ja nicht klar sein, wie das Wort heißt. Das heißt, einfach nur das Wort da hineinzuschreiben wäre blöd. Wir müssen also die Buchstaben des Wortes durch Underscores entsprechend ersetzen. Und das ist das, was wir jetzt da machen. Die Variable Answer, die wird eben diesen String da enthalten, der die Antwort repräsentiert. Ja? Das heißt, das merke ich mir in dieser globalen Variable, weil die müssen wir ja immer wieder updaten. Darum ist es eben total sinnvoll, wiederum sich das in einer Variable zu cachen. Zunächst einmal muss ich mir dieses Div mit der ID Answer mal abfragen, ja, weil noch habe ich es ja nicht. Ja? Das heißt, einmal muss ich es mit jQuery abfragen. Und ich setze diesem leeren Div, weil das war ja das, wo sozusagen, also Lade ist drin gestanden, aber der Inhalt interessiert uns nicht. Stattdessen, ich frage es ab und setze ihm mit der jQuery-Methode Text, setze ich jetzt ihm dieses Wort als Inhalt. Aber ich setze ihm eben nicht das Wort im Plaintext, sondern ich verwende die Funktion Replace, um alle Buchstaben mit Underscores zu ersetzen. Und Replace ist in JavaScript auch wiederum so, dass es mit einem Regular Expression Ausdruck arbeitet. Der Regular Expression Ausdruck ist der Punkt. Der Punkt ist ja jedes beliebige Zeichen. Das heißt, jedes beliebige Zeichen wird in dem Fall durch einen Underscore ersetzt. Und damit diese Regular Expression Funktion Replace nicht beim ersten Zeichen aufhört, weil sonst, sobald das AB gefunden würde, würde es aufhören, hänge ich noch den G, den Global Modifikator dran, damit das sozusagen durchrennt. Im PHP haben wir da zwei Funktionen gehabt. Da gab es Pereg Replace und Pereg Replace All. In JavaScript muss ich mit diesem Global Modifikator arbeiten, um eben da sozusagen diese Ersetzung einfach weiterzuführen, damit er nicht nach dem ersten Buchstaben aufhört. Und wenn das passiert ist, ja, dann habe ich jetzt in dieser ID-Answer oder in dem Div-Answer habe ich jetzt das Wort drinnen steht, aber maskiert durch lauter Underscores. Wiederum, da gäbe es auch andere Möglichkeiten. Ja, ich kann natürlich auch irgendwie mir schauen, wie lang ist das Wort und dann mache ich in einer Schleife, setze ich lauter Underscores. Das ginge auch, aber in dem Fall die Replace-Funktion ist da ganz okay. So, das habe ich mir mal gespeichert. Ja, also dieser Text, der ist jetzt auch schon auf der Seite drinnen, weil da gab es ja schon das Div, da ist Lade drin gestanden und dieses Wort Lade haben wir jetzt ersetzt durch diese ganzen Underscores. So, das heißt, das war mal das Erste. Wort suchen und Wort in den Antwortbereich hineinschreiben. Das heißt, wenn wir da schauen, dieser obere Teil, der wäre jetzt mal erledigt. Da jetzt diese ganzen Underscores würden drinstehen. Jetzt fehlen uns aber noch die Buchstaben, die wir zum Raten benötigen, die wir anklicken müssen. Und die müssen wir jetzt generieren. Die Buchstaben liegen in einem Div mit der ID Characters. Auch wiederum ganz kurz auf den Index HTML geschaut, das war dieses leere Div mit der ID Characters. Ja. Dieses Div frage ich jetzt mal ab. Dollar Characters einfach wieder, ganz normal. Das ist auch, wie gesagt, sehr performant, weil da im Hintergrund Document get Element by ID aufgerufen wird. Und ich rufe darauf sofort empty auf. Das ist auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt sofort, schmeiß den kompletten Inhalt raus. Ja, zu Beginn ist es eh schon leer. Das heißt, zu Beginn macht es nichts. Ja, aber wenn wir natürlich einmal geraten haben schon, dann sind da lauter Buchstaben schon drinnen. Da sind manche nur aktiv, manche sind schon deaktiviert und so. Und um die alle mal sozusagen rauszuschmeißen und bei Null anzufangen, mache ich da ein Empty. Und dann merke ich mir dieses jQuery-Objekt auch gleich wieder in der globalen Variable Characters. Das heißt, Answer haben wir gehabt und Characters haben wir gehabt. Das waren zwei solche Abfragen, die wir eben immer wieder brauchen und die wir uns in einer Variable zwischenspeichern werden.
So, und jetzt ist es an der Zeit, die Buchstaben einzufügen. Und das ist, naja, das geht jetzt nicht wahnsinnig elegant. Das heißt, ich muss mir irgendwo mal anlegen, welche Buchstaben hätte ich da gerne. Und Sie sehen, das ist wirklich beinhart einfach ein Array, wo 29 Buchstaben drinstehen, A bis Z und E, Ö und Ü. Das kann man leider meines Wissens nicht wahnsinnig viel eleganter machen. Ja. Also man könnte vielleicht mit einer Vorschleife arbeiten und mit irgendwelchen Unicode-Zeichen durch, weil die sind eh alle hintereinander und dann so immer plus eins und so. Aber ich glaube, der schnellere Approach ist einfach, ein Array zu schreiben, wo man halt einfach die Tippselarbeit mal hat. Aber die Idee ist natürlich auch, wenn ich dann mal ein Hangman-Spiel habe, wo ich vielleicht ein Leerzeichen brauche oder ein scharfes S oder was weiß ich was, dann muss ich es halt einfach da hinzufügen. Ja, also das heißt, da wird dann, da kann ich bestimmen, welche Buchstaben mein Ratespiel enthalten soll. So, da habe ich also bestimmt, welche Buchstaben soll es geben und die müssen jetzt eingepflegt werden. Die sollen jetzt in dieses Div mit der ID Characters hineingehängt werden. Das Ganze allerdings schon in einer ordentlichen Struktur. Das heißt, wir werden eine Unordered List machen und jeder Buchstabe wird in sein eigenes LI-Element hineinkommen und bekommt dann auch nochmal einen Hyperlink, also ein A-Element, um eben entsprechend anklickbar zu sein. Das heißt, Unordered Lists, jeder Buchstabe in einem eigenen LI-Element und da drinnen ist noch einmal ein A-Element zum Anklicken. Und das brauchen wir jetzt für jeden Buchstaben. Das heißt, logischerweise wird jetzt eine Schleife benötigt werden, um über dieses Array Charlist oder Characterlist drüber zu rennen, um für jeden Buchstaben mal quasi ein LI-Element zu erzeugen, das wir dann in unsere Unordered-List hineinhängen. So, jetzt haben wir dann 29 Buchstaben. Der erste Gedanke ist vermutlich einmal zu sagen, okay, passt, ich mache eine Schleife, da drin erzeuge ich ein LI-Element, da drin erzeuge ich ein A-Element und dann, also zuerst natürlich noch die Unordered List und dann hänge ich das dran und das mache ich 29 Mal. Ja. Das Problem unter Anführungszeichen dabei ist, diese DOM-Einfüge-Operation, also dieses Append oder wie es auch dann immer heißt, ja, oder Prepend oder Append to etc., das kostet ein bisschen. Sprich, also neue Knoten in einen DOM-Baum zu hängen, ist einfach eine Aktion, die ein bisschen Zeit braucht. Ja? Weil, wie gesagt, da muss der DOM-Knoten gefunden werden, dann muss der dran gehängt werden und so weiter. Ja? Jetzt haben wir dann 29 Buchstaben. 29 ist noch nicht keine Riesenzahl, aber was ist, wenn ich nicht 29 Elemente in einen DOM-Baum hängen muss, sondern 5000 oder so? Ja? Da wird es da dann schon wieder anders. Da kann man dann auch schon etwas sparen, indem man nicht 29 Einfügeoperationen macht, sondern eine Einfügeoperation. Und die Idee ist jetzt folgende. Ich baue meine LI-Elemente nicht extra immer zusammen, also ich mache ein neues Element und hänge das mit Append dran, sondern ich baue das zunächst als ein kleines String-HTML-Fragment, wo diese 29 LI-Elemente drinnen sind. Und diesen langen String mit den 29 LI-Elementen, den hänge ich unter einmal dann in die Unordered List hinein und die Unordered List wiederum in die Seite oder in dieses Div. Ja, das wird wesentlich schneller sein, als 29 mal Append, Append, Append aufzurufen. Wie mache ich das jetzt? Ich mache mir eine Hilfsvariable, die heißt Character List Items, das ist ein leerer String zunächst einmal. Ja, und dann brauche ich meine Schleife. So, ich habe mich jetzt für jQueries each Methode entschieden, $.each, das ist eigentlich eine ganz praktische For-Each-Schleife, die jQuery zur Verfügung stellt. Ja, da gibt man als ersten Parameter die Datenstruktur an, das ist in dem Fall dieses Charlist, ja, und dann gibt es eine Callback-Funktion, die wird für jedes Element da drinnen, fürs A, fürs B, fürs C aufgerufen, die hat zwei Parameter, das ist die Indexposition in der Datenstruktur und der Value und mit dem kann ich was machen. So. Auch da wiederum performance-technisch sei angemerkt, eine native Vorschleife ist definitiv performanter als diese jQuery Each. Die jQuery Each ist einfach nur gemütlicher, ja, praktischer, sage ich mal so. Darum verwende ich sie da, aber wie gesagt, wenn auch hier die Millisekunden eine Rolle spielen, dann sollte ich auch da besser eine ganz stinknormale Vorschleife verwenden, weil die ist einfach noch einmal um ein Deutsch schneller, ja, als dieser Iterator, weil der muss jedes Mal für jedes Element der Funktion aufrufen, das ist dann schon wieder ein Function Call und so weiter. Also das ist sicherlich schon etwas
Etwas aufwendiger, aber wie gesagt, in dem Fall habe ich es jetzt drin lassen. Erstens einmal, um es Ihnen zu zeigen und zweitens, weil es einfach trotzdem praktischer ist. So, was mache ich jetzt da drinnen? Für jedes Element, ja, hänge ich an diesen String Character List Items ein LI-Element dran. Also Sie sehen, ich mache wirklich einfach das LI-Element in einem String. Erinnern Sie sich, in jQuery kann ich in der jQuery-Funktion neue Elemente einfach erzeugen, indem ich das HTML-Fragment da hineinschreibe. jQuery passt es dann und erzeugt die entsprechenden Elemente. Und nichts anderes passiert da auch. Ja. Ich mache einen langen String, da gibt es ein LI, der bekommt die ID, und zwar die ID des Buchstabens. Der Value ist einfach immer A, B, C, D etc. Das heißt, das erste LI kriegt die ID A. Da drinnen liegt ein A-Element. Als href übergebe ich auch den Buchstaben, also auch A, B, C, D. Sie werden sehen, das ist später dann ganz praktisch, um einfach den Buchstaben rauszufinden, weil er im href-Attribut einfach auch nochmal drinsteht. Ja. Und noch einmal, ein drittes Mal, der Value steht auch noch einmal drinnen, und zwar einfach ja, als der Buchstabe selbst zwischen dem A und slash A. Also das ist dann das, was tatsächlich angezeigt wird. Ja. Und das, genau dieses Fragment, dieses LI mit der ID, das wird jetzt 29 Mal hintereinander gehängt. Das heißt, ich habe jetzt einen langen String, wo 29 LI-Elemente hintereinander hängen, für das A, für das B, für das C und so weiter. Und die stecken alle in diesem langen String. Und dieser String heißt Character List Items. Und jetzt mache ich da unten die einzige Einfügeoperation. Ich erzeuge mir die Unordered List, auch da wieder jQuery-Funktion, einfach UL slash UL schreiben. Entschuldigung. Und an diese Unordered List hänge ich jetzt diesen Character List Item String. Diese 29 LI-Elemente werden mit einem einzigen Append-Aufruf angehängt. Und es wird nicht 29 Mal Append aufgerufen, sondern nur einmal. Natürlich muss jQuery hergehen und muss diesen String intern parsen und auflösen. Also im Endeffekt muss er natürlich schon schauen, ja, was ist da drinnen? Aha, dieses LI-Element, da ist ein A-Element drinnen, und das nochmal und nochmal und nochmal. Und er muss natürlich auch 29 LI-Elemente erzeugen. Das heißt, diese Operation, die bleibt man nicht erspart, ja, aber ich mache sozusagen einen Append-Aufruf anstatt 29 Append-Aufrufe, und da spare ich einfach ein bisschen Zeit. Ja. Also das kann man auf jeden Fall da auch schon wieder etwas performanter gestalten. So, diese Unordered List mit diesen 29 LI-Elementen, die wird jetzt an dieses Div mit der ID Characters gehängt. Sie sehen auch da haben wir wieder die globale Variable, damit ich auch da das nicht nochmal abfragen muss. Und da ist dieses jQuery-Objekt mit dieser ID Characters, und das hängt da dran. So, und jetzt fehlt noch, jetzt gehe ich ganz kurz auf den Browser zurück, jetzt fehlen natürlich noch die Klickhändler. Also das heißt, wenn ich da auf ein A draufklicke, dann möchte ich ja, dass geraten wird. Ja? Und wenn ich aufs B klicke, genauso, und dann muss der Buchstabe deaktiviert werden und so weiter. Das heißt, die Logik, die muss ich jetzt auch noch auf jeden Buchstaben drauflegen. Und da gibt es jetzt auch wieder einen ganz guten Performance-Trick, den man sich zunutze machen kann. Denn wenn Sie genau schauen, ich lege jetzt, nachdem ich die Unordered List erzeugt habe, ihr diese LI-Elemente drangehängt habe und die Unordered List hineingehängt habe in das Div, mache ich, und das sieht man wunderbar, dieses jQuery-Chaining, dass man alles sehr schön aneinander hängen kann, jetzt mache ich da noch den Klickhändler. Und wenn Sie schauen, den Klickhändler lege ich nicht auf das LI oder das A-Element drinnen, sondern ich lege den Klickhändler auf das UL-Element dran. Und zwar lege ich einen einzigen Klickhändler dran, der kümmert sich um alle 29 A-Elemente, die da drinnen sind, und wird sozusagen die Klicks, die von Ihnen daherkommen, ja, wird mit denen arbeiten. Die Funktion on, die habe ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt. Das ist dieser ganz generische Klickhändler. Ja. On, dann der erste Parameter, den haben wir letztes Mal schon gesehen, da gebe ich an, auf welchen Event soll dieses on horchen. Ja. Und dann habe ich Ihnen ja gesagt, so, und dann gibt es eine Funktion, die wird aufgerufen, wenn der Klick passiert. Was ich Ihnen aber letztes Mal noch nicht gesagt habe, dass man on auch noch mit einem dritten, in dem Fall mittleren Parameter aufrufen kann. Und dieser mittlere Parameter, da kann ich wiederum ein Element spezifizieren. In dem Fall sage ich das Element A. Was das macht, ist Folgendes. Diese Funktion on, die unterstützt ein Feature namens Event Bubbling. Event Bubbling ist etwas, das passiert
Auch, also es gibt es auch im Dom, das ist jetzt nichts, was jQuery erfunden hat, aber diese jQuery Event-Händler-Funktion on, die unterstützt das Event-Bubbling. Was heißt Event-Bubbling? Wenn ein Event passiert, ja, zum Beispiel Sie klicken auf ein A-Element, ja, dann wird bei dem A-Element dieser Event ausgelöst. Wenn da ein Event-Händler dranhängt, dann kümmert sich der um den Event. Neues ist wunderbar und gut. Ja. Was aber trotzdem noch passiert ist, dass dieser Event in der Dom-Hierarchie nach oben bubbelt. Deswegen wie Blasen, die im Wasser nach oben steigen. Das heißt, wenn wir das A-Element in einem LI-Element drinnen haben, dann geht der Event hoch zum LI-Element, dann zum UL-Element, dann zu dem Div und irgendwann geht es bis zum Body und zum Dokumentobjekt und da ist dann Schluss. Ja. Das heißt, der Event wird eigentlich nach oben durchgereicht. Und dieses Feature, das kann man sich jetzt mit diesem Event-Händler on wunderbar zum Nutze machen. Und zwar mache ich jetzt eben so, dass ich den Event-Händler nicht auf die 29 A-Elemente lege, die auf jedem einzelnen Buchstaben drauf sind, sondern auf dem UL-Element. Und ich sage, so, ich horche jetzt bei dem UL-Element auf einen Klick und dieser Klick, und das ist das, was der zweite Buchstabe spezifiziert, dieser Klick, der kommt von einem A-Element. Und das ist genau das, was jetzt meine, was die On-Funktion dann sozusagen checkt. Wenn auf einen Link geklickt wird, der irgendwo unterhalb dieses UL-Elements liegt, dann wird dieser Klick da ausgelöst. Der Event bubbelt vom A-Element, da wird er ja nicht behandelt, weil da liegt kein Event-Händler, zum LI-Element, da passiert auch nichts, bubbelt weiter zum UL-Element und da ist jetzt dieser Klick-Händler oben. Und der hat die Instruktion zu sagen, wenn das Element von einem A-Element kommt, dann mach was damit. Und das ist eben genau das, was ich jetzt tue, ja, dass ich sozusagen diese Events verarbeite. Und das ist jetzt das Coole, weil ich habe eigentlich 29 Buchstaben, ja, A bis Z und die drei Umlaute, aber nur einen Event-Händler und 29. Und das ist natürlich schon was, wo ich sehr, sehr, sehr viel Speicher sparen kann, weil 29 Event-Händler müssen natürlich registriert werden, die müssen irgendwo vorgehalten werden, also der Browser beziehungsweise die Engine, die muss sich das merken, dass jedes Ding einen Event-Händler hat und so weiter und so fort. Da ist jetzt nur ein Event-Händler und der kümmert sich über alle Events. Und da hat man auf jeden Fall einen ziemlichen Performance-Gewinn. Wiederum, denken Sie größer, denken Sie nicht dran, dass das 29 Buchstaben sind, denken Sie dran, dass da tausende Elemente vielleicht sind, die geklickt werden könnten, ja, dann wird es wirklich spannend. Dieses Event-Bubbling, das ist immer da, das kann ich immer verwenden. Ich muss es nicht verwenden, aber ich kann es, nur man sollte es auch nicht übertreiben. Also man sollte nicht sagen, na passt, dann lege ich alle meine Event-Händler eh nur mehr aufs Body oder HTML-Element oder überhaupt gleich aufs Dokument-Objekt und warte, bis alle Events nach oben bubbeln. Das ginge zwar theoretisch natürlich auch, ich würde es aber nicht unbedingt tun, weil natürlich das Event-Bubbling auch Zeit braucht. Ja, natürlich, diese Events werden weitergereicht und so weiter. Prinzipiell geht es schon darum, Events unter Anführungszeichen nahe, zeitnahe dort zu behandeln, wo sie auftreten. Aber man soll es auch nicht übertreiben. Natürlich, wenn ein Eventhändler mehrere Dinge abfangen kann, dann ist es prinzipiell eine gute Geschichte. Und nachdem wir ja 29 Mal eigentlich das Gleiche machen, ja, es ist ja nur ein anderer Buchstabe, der da mehr oder weniger dahinter liegt, ist ein Eventhändler sicherlich die bessere, performantere und auch schönere Lösung. So, was passiert da jetzt? Ich klicke also drauf auf einen Buchstaben. Und beim draufklicken wird jetzt die Funktion guess aufgerufen. Die kommt gleich da unten daher, die schauen wir uns an. Die ist dann die, die den tatsächlichen Ratevorgang abwickelt. Und was gebe ich dieser Funktion guess mit? Naja, der gebe ich, aha, Moment, Kabel rausgegangen. Tada. Diese Funktion guess, der gebe ich jetzt den Buchstaben mit. Und der Buchstabe steht zum Beispiel im href-Attribut mit von dem A-Element, der angeklickt wurde. Darum habe ich den da reingelegt. Ja, passt. Hätte ich natürlich auch anders herausfinden können, ja, weil natürlich ich hätte auch schauen können, was ist in dem A-Element für Textinhalt und so weiter. Ich habe mir es halt zusätzlich noch ins href-Attribut gelegt und das gebe ich jetzt einfach mit. Das heißt, ich rufe, wenn ich auf Buchstaben A klicke, dann rufe ich guess mit dem Parameter A auf. Wenn ich auf X klicke, rufe ich guess mit Buchstaben X auf. Und so kann ich eigentlich mit einer Funktion den Ratevorgang wunderbar abhandeln und ich kriege den Buchstaben einfach als Parameter mit. Event Prevent Default verhindert wieder, weil sie auf einem Link klickt, das Standardverhalten. Ja, so. Und damit haben wir jetzt mehr oder weniger genau diesen Fall. Die Buchstaben sind da
Und beim Draufklicken, ja, wird der Ratevorgang, wird diese Funktion Guess getriggert. Das heißt, in dem Moment sind wir eigentlich ziemlich fertig fast. Ja. Jetzt schaut dann unser Spiel beinahe so aus wie da. Es gibt nur noch zwei Kleinigkeiten, die man machen sollte, eben beim Neuinitialisieren, wo wir immer noch dabei sind, wohlgemerkt. Ja. Auf der einen Seite, wir sollten sicherstellen, dass der Hangman nicht da ist, wenn wir das Spiel neu ansetzen. Das heißt, wir setzen auf jeden Fall das Bild 0 PNG. Ganz am Anfang wurscht, aber wie gesagt, wenn man es resettet, dann müssen wir das machen. Das heißt, wir suchen uns das Bild heraus. Auch das speichere ich in der globalen Variable zwischen und setze ihm als Source-Attribut einfach Images 0 PNG. Das ist das transparente Hangman-Bild, wo einfach nichts zu sehen ist. Damit ist sozusagen sichergestellt, dass beim Initialisieren der Hangman weg ist. Und Sie werden sehen, es gibt dann auch, wenn wir gewinnen, da war diese Meldung You Win oder You Lose, das wird dann in einem Div mit der ID-Message angezeigt. Dieses Div mit der ID-Message, das entferne ich auch präventiv. Wiederum beim allerersten Mal wurscht, aber wenn ich zuvor schon gespielt habe und ich habe gewonnen, dann kehrt das natürlich wieder weg, damit nicht die ganze Zeit You Win immer schon dasteht. Ja? Also auch das wird sozusagen entfernt. Und jetzt ist dieses Setup-Game fertig. Jetzt ist das Spiel vorbereitet. Jetzt ist quasi die Seite geladen und alles, was jetzt passiert ist, war nur die Vorbereitung. Jetzt steht das Spiel tatsächlich so da, wie wir es da sehen. Quasi jetzt ist abgeschlossen, Seite geladen, JavaScript ausgeführt und jetzt wartet das Spiel darauf, dass wir da auf die Buchstaben klicken anfangen. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Aber jetzt quasi ist die Initialisierung fertig. Und das, glaube ich, haben Sie im letzten Semester eh schon gesehen, JavaScript ist sehr, sehr viel oft Initialisierungsarbeit. Vorbereiten, Klickhändler da drauflegen, diese Elemente da vorbereiten und so weiter. Das ist irgendwie schon die halbe Miete. Und das ist genau das, was da passiert ist eigentlich. Und wie gesagt, da waren schon so ein paar Dinge dabei. Da ist viel mit jQuery passiert und eben ein paar Sachen habe ich Ihnen gezeigt, Eventhändler und Append-Operationen, wo man auf jeden Fall ein bisschen mit der Performance was rausholen kann. So, jetzt geht es aber darum, dass wir das Ratespiel noch fertig machen. Das heißt, diese Funktion Guess, die beim Klicken aufgerufen wird, die tatsächlich einen Ratevorgang implementiert, die müssen wir uns jetzt anschauen. Ja. Der geben wir ja als Parameter den Buchstaben mit, also der angeklickt wurde. Und jetzt müssen wir einfach überprüfen, kommt der Buchstabe im Wort vor oder nicht? Das sind die zwei Kriterien, die irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel umschalte jetzt, ich habe gerade keine Ahnung, welches Wort das ist, aber ich tippe mal auf ein E. Ja, okay, E kommt zweimal vor. Also ist sozusagen der Fall passiert, wo, nachdem auf den Buchstaben geklickt wurde, rausgekommen ist, der Buchstabe kommt im Wort vor. Ja, so, das ist das erste Entscheidungskriterium. Wie finde ich das raus? Naja, in der globalen Variable Word steht ja immer noch unser Wort drinnen. Ja? Um nachzuschauen, ob da drin ein Zeichen vorkommt, kann ich mit IndexOf arbeiten. IndexOf gibt mir einfach die Indexposition eines Zeichens in einem String wieder. Und wenn diese Indexposition nicht -1 ist, ja, dann weiß ich, der Buchstabe kommt vor. -1 kommt immer dann retour, wenn das Zeichen nicht drinnen vorkommt. In dem Fall ist das E in dem Wort da ja vorgekommen. In dem Fall hätte dieses Index off 0, 1, 2, 3 mal zurückgegeben, weil es das erste Mal an der Indexposition 3 retour kommt. Ja, das ist nicht -1. Damit weiß ich, okay, E ist ein Bestandteil dieses Wortes. Also war mal der Rateversuch ein richtiger. Ja, also wir müssen jetzt nicht den Hangman aufbauen, sondern wir müssen diese gefundenen Buchstaben im Wort aufdecken. Das Erste, was wir tun, ist diesen Buchstaben, das E war es jetzt zum Beispiel bei mir, ja, an die globale Variable AnswerLetters dran zu hängen. AnswerLetters ist einfach ein String mit alle richtig geratenen Buchstaben. Und dort kommt jetzt mal das E vor, weil E wissen wir, das passt. Also hängen wir das dran, damit wir uns das merken. Und jetzt müssen wir den Antwortbereich updaten. Das heißt, wir müssen diese zwei E's, die in dem Wort vorkommen, die müssen wir aufdecken. Beziehungsweise ist ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht klar, wie oft es vorkommt, sondern nur, dass es vorkommt. Ja, ob es jetzt einmal oder fünfmal vorkommt, ist in dem Fall ja wurscht. Das wird jetzt diese Refresh-Charlist machen. Die deckt jetzt nämlich alle Vorkommen des E's in diesem Wort auf. Und wie macht sie das? Ich lege mir eine Hilfsvariable updated answer an. Das wird sozusagen die aktualisierte Antwort sein. Ja. Und jetzt gehen wir unser Wort buchstabenweise durch. Das heißt,
Ich mache eine ganz stinknormale Vorschleife von 0 bis kleiner Word Length, ja, und renne da drüber. Buchstabe für Buchstabe. Ja. Ich nehme das Wort her und gehe drüber. So, und jetzt vergleiche ich sozusagen immer den aktuellen Buchstaben des Wortes, also an der Stelle 0. Jetzt muss ich gerade schauen, was haben wir da für ein Wort, wo zwei E's vorkommen. Was könnte das sein? Moment. Weiß meine Wörter auch natürlich nicht wahnsinnig gut auswendig. Was wird es denn sein? Hagenberg wird es sein, genau. Okay, das heißt, das Wort, das wir suchen, ist Hagenberg. Die zwei E's, die haben wir aufgedeckt. Das heißt, wir rennen da jetzt durch. Wir beginnen beim H, ja, und jetzt wird einfach verglichen. Ja, wenn in Answer Letters das H drinnen ist, ja, dann schreibt das H hinein, ja, in Updated Answer, und sonst schreibe ein Underscore rein. Ja. Also in dem Fall H haben wir ja noch nicht aufgedeckt, also wird wieder Underscore kommen. So, dann kommt das A, haben wir auch noch nicht, Underscore, dann kommt das G, auch noch nicht, wieder Underscore, und jetzt kommen wir zum ersten E. Ja. Jetzt kommt er drauf, okay, wir sind jetzt beim E von H. Genberg, und im Answer Letters steht jetzt dieses E drinnen. Also kommen wir drauf, E und E stimmen überein. Das heißt, in Updated Answer schreiben wir jetzt das E hinein. Passt. Dann geht es wieder weiter. N haben wir noch nicht. Underscore, Underscore bis zum nächsten E. Dann wird wieder das E reingeschrieben. Underscore, Underscore und so weiter. Ja, das heißt also, wir haben jetzt einfach mit diesen Answer Letters begonnen aufzudecken. Und im Endeffekt haben wir diese Updated Answer erzeugt. Die schaut jetzt genau so aus, dass wir Underscore, Underscore, E, Underscore, Underscore, E, Underscore, Underscore haben. Und diesen String da, der genauso dasteht, den setzen wir jetzt in das Div mit der ID Answer als Text hinein. Das heißt, wir überschreiben die ganzen Underscores mit dem gerade aufgedeckten Wort und dann steht das auch so drinnen. So, das ist sozusagen das, was diese Refresh Character List gemacht hat. Ja. Damit ist sozusagen dieser Ratevorgang vorbei. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist, dass wir den Buchstaben, und zwar dieses E, dass wir das jetzt deaktivieren. Ja, das E, wenn man es anschaut, oder vielleicht, wenn wir uns einen Buchstaben suchen, wir uns mal das A, das ist nämlich noch nicht deaktiviert, schaut das so aus. Ja. Wir haben da das LI-Element, da ist der Hyperlink drinnen, und deswegen ist es ein aktives Element. Wir wollen es jetzt deaktivieren, und deaktivieren können wir einfach folgen, also können wir es einfach so machen, indem wir uns jetzt das LI-Element suchen. Und zwar haben wir dem ja die ID des jeweiligen Buchstabens gegeben. Das heißt, wir suchen uns das LI-Element oder einfach das Element mit der ID Raute E und setzen ihm als Text einfach das E hinein. Wo vorher ein LI-Element war, wo ein A-Element drin war, das ein E enthalten hat, ist jetzt nur noch ein E drinnen. Das heißt, wir schmeißen sozusagen oder wir überschreiben, wenn wir so wollen, das A-Element, das Link-Element. Sie sehen, da ist ein LI mit einem A-Element und der Buchstabe A, und beim E steht das E direkt im LI-Element drinnen. Damit ist kein A-Element mehr drin, damit gibt es nichts mehr zum Anklicken. Damit horcht der Klickhändler nicht mehr drauf, weil der horcht nur auf die A-Elemente, Problem solved. Ja. Und dadurch, dass auch kein A-Element mehr da ist, mache ich es schwarz und nicht mehr weiß. Damit sieht man es nur noch ganz, ganz minimal, und damit ist das Problem gelöst. Man hätte da übrigens auch die jQuery-Methode unwrap verwenden können. Die kann sozusagen ein Element auswickeln, also den Inhalt, den Buchstaben E, das umgebende Element wegschmeißen, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber in dem Fall ist es so fast einfacher. So, das war jetzt ein Ratevorgang, der war erfolgreich. Ja, jetzt brauchen wir noch den Ratevorgang, der nicht erfolgreich ist. Was kommt in Hagenberg nicht vor? Ein Z zum Beispiel. Ja, ich klicke aufs Z und jetzt wird die Plattform vom Hangman angezeigt. Das heißt, auch beim Z wurde wieder die Funktion Guess aufgerufen. Nur diesmal war dieses Z war nicht im Wort enthalten. Darum kommen wir in den Else-Zweig. Was müssen wir tun? Wir müssen die Guesses um eins raufschrauben. Wir hatten bis jetzt 0 falsche Rateversuche. Jetzt haben wir einen falschen Rateversuch. Das erhöhen wir. Und dann wird Increment Hangman aufgerufen. Increment Hangman, das ist jetzt die Funktion, die dazu da ist, das Hangman-Bild auszutauschen. Ja, auf die, in dem Fall das erste. Und Increment Hangman ist ziemlich straightforward. Ja. Das setzt einfach ein neues Source-Attribut für unser Image-Element. Auch da wieder sieht man das gecachte Image-Element. Müssen wir nicht neu abfragen. Haben wir ja schon mal getan. Ja. Und wir setzen einfach Images
und nehmen den Wert in Guesses mit .png als Änderung, weil ich habe ja meine Bilder als 0.png, 1.png und so weiter abgespeichert. Das war nicht ganz ohne Hintergedanken, ja, dass ich einfach die Variable Guesses hernehmen kann und fertig. Ja. Und dann gilt auch sozusagen für diesen Bereich wieder, dass danach der Text noch deaktiviert werden muss. Ja. Das heißt, das passiert in jedem Fall, egal ob ich richtig oder falsch geraten habe. So, was ich noch nicht gesagt habe, das habe ich vorher noch ausgelassen, das gilt natürlich sowohl für einen erfolgreichen als auch für einen erfolglosen Rateversuch. Ich muss nach jedem Rateversuch überprüfen, ob man nicht zufällig gewonnen oder verloren haben. Sprich, ob nicht das Wort erraten wurde oder ob nicht der Hangman schon komplett ist. Das heißt, nach dem Deaktivieren des Buchstabens muss ich im Rateversuch auch noch die überprüfen, ob gewonnen oder verloren wurde. Und das macht die Check Winning. Und wie kann ich das überprüfen? Naja, in Answer haben wir ja unsere Antwort drinstehen. Die schaut momentan ja so aus, lauter Underscores und dazwischen irgendwo zwei Es. Ja. Das heißt, das einfachste Kriterium zu schauen, ob man gewonnen hat, ist zu überprüfen, ob kein Underscore mehr vorkommt. Ja. Das heißt, wenn Index of Underscore minus 1 liefert, dann weiß ich, meine Antwort hat keinen Underscore mehr, weil die habe ich ja dann entsprechend alle schon entfernt. Und dann weiß ich, dass ich gewonnen habe. Dann setze ich beim Hangman das Victory PNG für die Siegesbedingung und rufe Show Result auf, um eben sozusagen eine Meldung zu setzen und übergebe ihr Win fürs Gewinnen. Das heißt, da wird dann ein kleines Diff erzeugt. Das war die ID-Message, das ist die, die wir vorher präventiv gelöscht haben. Und da steht dann jetzt You und das Outcome ist entweder Win oder Lose, in dem Fall You Win. Und das hängen wir an Content dran und das ist das, was da so schräg dann drin gestanden ist. You Win mehr oder weniger. Ja. Und dann gibt es noch eine Deactivate Characters. Die muss jetzt alle Buchstaben deaktivieren, weil wenn gewonnen wurde oder auch wenn verloren wurde, kehren alle Buchstaben deaktiviert, weil man soll ja nicht mehr raten können. Ja. Das heißt also, wenn gewonnen wurde, dann wird werden die Buchstaben deaktiviert und da kommt jetzt diese Unwrap zum Einsatz. Das heißt, innerhalb der ID-Characters, wo alle Buchstaben drin liegen, suche ich mir die A-Elemente und greife auf deren Inhalt zu. Das sind also die Buchstaben, das A, B, C, der Text quasi. Und da rufe ich jetzt Unwrap drauf auf. Und das schmeißt mir das umgebende A-Element weg. Und damit hat kein einziger Buchstabe mehr einen Link zum Anklicken und damit kann auch nicht mehr geraten werden. Das ist die Idee da dahinter. So, da gibt es jetzt auch wieder andere Möglichkeiten. Warum ich da das Unwrap verwende, ist einfach, manche Buchstaben sind aktiv, manche sind nicht aktiv, manche haben eben schon gar kein A-Element mehr. Da ist es so einfacher, alle A-Elemente zu finden, als irgendwie da mit einer Vorschleife drüber zu gehen und so weiter. Also da ist es so sicherlich einfacher, wenngleich auch natürlich das Unwrap ein bisschen, ja, ein Performance-Killer schon ist, aber das ist in dem Fall dann nicht mehr so tragisch. So, das ist die Gewinnbedingung. Wie überprüfe ich, ob ich verloren habe? Naja, ich habe festgelegt, mein Hangman hat irgendwie 8 Stufen. Das heißt, wenn die 8. Stufe erreicht ist, das heißt, wenn Guesses 8 oder auch größer ist, ist nur vorsichtshalber, also falls auch aus irgendeinem unerfindlichen Grund Guesses auf einmal 9 wird, soll es nicht klein in irgendeinem undefinierten Zustand bleiben. Das heißt, wenn Guesses größer gleich 8 ist, dann blende ich das Defeat-Bild ein, sage You Lose, setze für meine Antwort, also in den Antwortbereich das Wort hinein, ich decke das Wort auf, damit die Leute sagen, ah, das wäre es gewesen, ja, und dann deaktiviere ich wieder alle Buchstaben. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ja. Das heißt, ich versaue das jetzt mal, um irgendwie zu zeigen, was passiert, wenn man verliert. Und jetzt ist er gleich vollständig, ja. Das ist eben genau das. You lose. Hagenberg wird eingeblendet, damit die Leute wissen, ja Gott, Hagenberg wäre es gewesen. Der Hangman ist irgendwie komplett ganz traurig. Buchstaben sind alle deaktiviert. Und jetzt kann man eigentlich nichts mehr tun. Das Einzige, was ich machen kann, ist Neustart klicken und dann geht das Werkel wieder von vorne los. Dann wird wieder die Setup Game aufgerufen und neues Wort wird wieder gesucht. Und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Ja. So schaut es also aus. Ja. Okay, das ist also sozusagen die ganze Magie, die hinter so einem kleinen Projekt steht. Das ist jetzt natürlich kein Mega-Ding. Ja. Das ist kein Semesterprojekt oder gar nichts. Ja. Das ist halt was schön in 1,5 Stunden hineinpasst. Aber ich hoffe trotzdem, Ihnen zumindest ein paar Dinge mitgegeben zu haben. Die Message soll einfach lauten: Schauen Sie,
wenn Sie mit jQuery arbeiten, schon ein bisschen oder denken Sie ein bisschen dran, was passiert da im Hintergrund? Ja? Lege ich jetzt wirklich 29 oder 500 Klickhändler an oder schaue ich, dass es irgendwie mit einem geht? Ja? Oder eben genau dasselbe, wie viele solche Append-Operationen brauche ich? Immer dann, wenn Dinge in großer Zahl irgendwie vorkommen, ja, sehr, sehr oft, sehr, sehr repetitiv, dann ist auf jeden Fall angesagt, sich zu überlegen, ja, wo kann ich da sparen? Vielleicht reicht ein Klickhändler oder eine Append-Operation oder irgendwas. Das ist genau das, was man da ein bisschen gesehen hat. Die nächste große Message ist einfach, nicht unnötig Abfragen machen. Wann immer Sie können, speichern Sie sich Abfrageergebnisse zwischen. Wenn Sie ein Objekt, ein Div zweimal brauchen, ja, dann haben Sie schon gewonnen, wenn Sie es nach der ersten Abfrage in einer Variable speichern. Weil zweimal Abfragen ist schon einmal zu viel. Gar nicht irgendwie davon geredet, wenn man es 3, 4 oder 100 Mal braucht. Ja. Durchs DOM durchzulaufen, kostet Zeit. Und auch wenn das in jQuery total einfach ausschaut, weil man einfach nur schreibt, Raute irgendwas, ja, oder irgendeinen anderen Selektor, ist es trotz alledem im Hintergrund eine DOM-Operation. Durchsuchen eines Baumes und so weiter, das hat halt eine gewisse Laufzeitkomplexität, braucht ein paar Millisekunden und diese Millisekunden können sich halt einfach anhäufen. Und das ist schon das, wo man ein bisschen schauen muss. Da ist natürlich so ein System wie jQuery verleitet da natürlich etwas unvorsichtig zu sein, weil es nicht wahnsinnig wehtut, wenn man halt das mehrmals macht. Aber vielleicht kommt man dann schon irgendwie drauf, es ist da nicht ganz so performant, wie es vielleicht sein sollte. Aber auch da wieder ein bisschen das Ganze relativiert, das Credo, und das gilt nicht nur für jQuery, sondern das sollte für Sie in Ihrer gesamten Software-Developer-Laufbahn gelten. Zuerst schauen, dass es rennt und dann auf die Performance achten. Ja, natürlich, wenn man schon gleich weiß, wo man sparen kann, kann man das schon tun. Aber es ist schon ein Fehler, gleich während dem Entwickeln alles overengineeren zu wollen, also über zu schauen, kann ich da noch ein paar Millisekunden auskitzeln und schauen, dass es dann noch besser wird oder so irgendwas. Das ist es oft nicht wert. Man muss es immer in Verhältnis mit der Entwicklungszeit auch setzen. Ja, das wird Ihnen wahrscheinlich jeder Arbeitgeber sagen. Im Arbeitgeber ist es lieber, Sie haben das Projekt mal schnell lauffähig gebracht und man kann sehen, wie funktioniert es und passt. Und dann kümmert man sich darum, wo haben wir noch Probleme? Und dann schaut man, dass man die Probleme löst. Als Sie sind schon während der Implementierung permanent nur zu suchen und da optimiere ich und da optimiere ich, aber Sie werden ewig nicht fertig. Also das soll auch nicht passieren. Ich breche eine Lanze fürs gut Optimieren und fürs gut Entwickeln und fürs durchdachte Coden natürlich, ja, aber wiederum nicht übertreiben. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Das ist egal, ob Sie jetzt in jQuery, in Java, in PHP oder wo auch immer unterwegs sind. Das gilt irgendwie für alle solche Sprachen natürlich irgendwie. Ja, und wenn Sie sich das einfach ein bisschen so zu Herzen nehmen, sich das ein bisschen anschauen, dann denke ich, dass Sie mit so Libraries wie jQuery und auch anderen vergleichbaren sehr, sehr gut zu fahren kommen und sehr, sehr gut ja, auch damit umgehen können. Man kann sich ja übrigens auch in den Chrome DevTools sehr, sehr schön die Laufzeit anschauen. Sie haben da einerseits so Performance, einen Performance-Tab, wo Sie mit dem Record-Button mehr oder weniger ein neues Recording starten können, ja, wo so ein Profiling passiert. Wenn Sie dann zum Beispiel die Seite laden, ja, werden Ihnen so die Informationen mehr oder weniger angezeigt, wie lange hat das jetzt gedauert. Sie sehen das sehr schön mit Screenshots. Sie sehen immer, die ersten paar Sekunden ist nichts passiert. Dann habe ich plötzlich mit einem Reload begonnen. Ja, und dann sieht man eigentlich relativ schön im Detail, also ein bisschen kleiner machen, sieht man genau, wo was passiert. Und dann kann man genau schauen, ja, wie viele Millisekunden sind da Loading, wie viele Millisekunden sind Scripting und. Und dann kann man das wirklich runterbrechen, in welchen Funktionen, Methoden etc. wurde wie viel Zeit verbracht und so weiter und so fort. Ja. Das kann man sich alles wirklich auf die Millisekunde genau anschauen. Und wenn man halt irgendwo merkt, mein Programm, mein Spiel, meine Seite, sie hängt einfach an einem gewissen Zeitpunkt, es kommt einem so vor, man klickt und das dauert unnatürlich lang, dann macht man halt einmal diesen Profiler auf, schaut sich das einmal an und merkt vielleicht, oha, die Funktion whatever braucht auf einmal 2 Sekunden. Sollte vielleicht nicht sein. Und dann schaut man sich einmal, wo verbringt die ganze Zeit? Und dann merkt man vielleicht, naja, die legt in einer Schleife
1000 Eventhändler an oder irgend sowas. Und dann kann man sich vielleicht überlegen, okay, vielleicht nicht so ideal, da könnte man doch was machen. Und dann ist der Zeitpunkt, wo man optimiert. Ja. Wenn das gar nicht der Fall ist, wenn man sagt, das Ding rennt eh ordentlich und das erfüllt genau diese Performance-Anforderungen, die ich habe. Und wie gesagt, wir bei unseren Projekten sind da ja gar nicht wahnsinnig kritisch unterwegs, dann ist es auch oft gar nicht notwendig, dass man sich das anschaut. Aber das einfach nur so ein bisschen für Sie zum Mitgeben, wenn Sie vielleicht dann mal im dritten Semester, vierten, fünften Semester Webprojekte haben, dann sind das durchaus Dinge, die man beachten mag, einfach schauen, wo sind vielleicht noch Bottlenecks etc. Ja, in diesem Sinne, 5:45, ein bisschen scheint die Sonne noch, ein paar Stunden, ein bisschen warm ist es noch. Ich denke, ich halte sie nicht mehr länger auf, vielleicht geht sich ja noch irgendwo ein Bier oder ein Saft im Schatten aus. Ja. In diesem Sinne, wir sehen uns dann nächste Woche. Da haben wir dann noch Vorlesung 11. Da werden wir uns das Thema Ajax anschauen. Das ist sozusagen noch das letzte Mal jQuery, wo wir ein bisschen das, was wir heute schon mit diesem $.get gesehen haben, im Detail anschauen. Da haben wir dann auch noch das letzte Set an Übungen. Die Woche drauf haben wir dann nochmal die obligatorische Wiederholungsvorlesung und dann haben wir das Semester, mit Ausnahme der Klausur natürlich, ja, erfolgreich hinter uns gebracht. Bis nächste Woche dann, ja, einen schönen Abend noch.